Herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars. Eine neue Hoffnung, die Episode 4. Ja, am Start mit dabei heute der gute Kim. Grüß euch Leute, herzlichen Dank schon mal jetzt fürs Einschalten, dass ihr so lange ausgehalten habt, auf die neuen Folgen zu warten. Weil wir sind ja bei den quasi bei den alten Kapiteln jetzt angelangt, ja, auf dem neuen System. Richtig, denn unser altes System hat rumgespackt. Kann man eigentlich auch rumspacken, kann man eigentlich relativ gut sagen. Ja, es war einfach zum Mäusewelk. Immer wieder Aufnahmen verkackt und so weiter. Und so weiter. Ich glaube, der dritte Versuch ist das jetzt. Und irgendwann haben wir uns gesagt, ne, auf den Scheiß haben wir keine Lust mehr. Wir gehen auf den PC. Deswegen leider ein bisschen Pause gewesen jetzt zwischendurch mit den Folgen. Aber wir haben es halt echt probiert, aber es ging halt leider nicht. Naja, aber sei es drum, wir starten jetzt hier über den Planeten. Und was haben wir da hinter uns? Es nennt sich ein Sternenschiff. Ein Sternenzerstörer. Zerstäuber könnte man auch sagen. Nicht ganz. Nee, okay, der Zerstäuber ist noch ein bisschen anders, ne? Ein bisschen. Ich möchte aber noch ganz kurz anmerken, der Kim hat jetzt eine neue Herausforderung. Er spielt nämlich mit Tastatur. Ja, ich bin vorher schon am Verzweifeln gewesen ein bisschen. Es ja, könnte lustig werden. Mit der Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für dich. Ich habe den Vorteil, ich habe hier so einen kleinen Xbox-Controller. Der kommt noch relativ nah an die PlayStation ran. Ja, zumindest aber das Aber ich wird. Denke, mit ein bisschen Übung wirst auch du das meistern. Ja, also ich hoffe auf ein bisschen Nachsicht von euch. Muss ich halt wieder, wie immer eigentlich. Genau. Alles rausholen. Ja. So, da ist ja schon der Darfi. Schöne CD gebrannt. Dass das heutzutage, heute noch gemacht wird. So, ich bin Leia. Ja, das sind ich bin eine Lady. Noch eine Lady sagt. Ich sammle die Münzen ein. Ja, ich baue mal. Also ich bin die Lady, ich putze. Achtung, jetzt gibt's gleich wieder Ärger von den ganzen Feministinnen. Wenn man D-Abo. Ja. D-Abo und alles. Aus Prinzip. Oh, da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel, hebel ihn. Puh. Kann man den mehrfach ziehen? Was kommt denn da noch raus? Ja, da kommt bestimmt gleich noch so ein Minikit raus. Würde mich zumindest nicht wundern. Ich höre mich jetzt einfach hier vorne dran. Oh, scheiße. Ja, die fallen halt an dir vorbei, ne? Du musst das zum unendlich sammeln. Also wer Zeit hat, der... Boah, Alter. Nein, ernsthaft? Es muss da irgendwann mal ein Minikit rauskommen, Nein, oder? Tut's nicht. Komm, ich zieh noch dreimal. Einmal. Zweimal. Oh, Dreimal. Also kann man natürlich auch zum Barnedi kommen. Okay. Oh. Ja, dann mach doch was Vierte hinterher, du! Hier. So, meine Knarre mal rausnehmen, hier noch ein bisschen rumballern. Alles kaputt schießen. So, raus hier. Ich hab keine Zeit mehr! Oh, was hat denn da geblinkt? Kapaut! Aua! Entschuldigung! Eure Majestät. Ich bin eine Königin, hör auf mit dem Scheiß. Und vor allem bist du eine Lady, du machst Lady-Sachen. Auch. So! Hebel ziehen! 1, 2, achso, ja. 3. Auf 3, 4. 1, 2, 3. Blaue Münze, mal eins. Man kann ja auch alles zerstören, ey. Das ist echt abartig. Naja, bis auf das Rote. Ja, da müssen wir theoretisch als Sis nochmal hin. Als aber ganz ehrlich, das ist mir. Wir wollen euch ja auch ein bisschen was zeigen und von dem her ist das ein bisschen blöd. Das wäre dann in der Superstory. Achtung, Gegners! Sterbt ihr Schweine! Oh. Wir Power Up. So, ja, ich komme hier direkt, ja, stimmt. Haha, direkt um dich herum. So, guck mal, wenn wir da einfach weiter rennen, dann geht das auch. Ja. Faszinierend. Oh, jetzt wieder kommt. Okay, wo müssen wir hin? Warte mal, schnell. Was? Nummer 3 kannst du deinen Charakter ändern. Okay. Ja, das sind. Das sind nur Tutorials, da will ich, dass wir am PC. Ach, guck da hinten, deswegen. Was? Was sind das für ein Zeichen? Das ist der R2. Ach, der R2, der kleine. Kleine Roboti. Das Tron-Bike kann ich nicht benutzen, schade. Nee, dann kannst du auch nicht hoch. Kaputt schießen. So, dann fetz mal da hoch, mal. Ja, das ist ein, okay, gut. Okay, wir sind ja eigentlich beim ersten Versuch mal die richtige Taste gefunden. Ein Wunder. Ja, das ist für dich natürlich mit den. Du spielst ja hier mit dem Nummernblock. Ja. Das ist was ganz anderes. Ja, vor allem auch mit der Präzision der Steuerung ist ein bisschen problematisch. Ah, verdammt! Weil. Nein. Komm runter! Ja, toll, ey. Da war doch gerade eine. Verdammt nochmal. Ja, die hat sich ja schon aufgelöst und jetzt meine blaue da oben weg. Ich wollte einfach mal. Ich war einfach so scharf auf diese Münze. Oh, das ist kompliziert gerade. Münzengeige lesen wir wieder. Entschuldigung. Was ist denn hier damit? Oh, sorry. Das Problem ist, ich kann mich halt irgendwie nicht so auf der Stelle drehen, ne? Das ist halt ein bisschen unpraktisch jetzt.
Na gut. Darcy! Hebel, Hebel, Hebel. Aua! Aua! Ah, also okay, da warte. Auf die Dinger schießen, dann aktiviert sich da irgendwas. Ah, okay, und dann kommt eine Mine hoch. Ah! Alles klar. Ich brauch dringend das Herzchen. Ja, ich auch. Oh, sorry. Ja, jetzt haben wir uns da gegenseitig die Herzen geklaut. Ah, da darf nur ein Boba. Ah, okay, hier, da sind wieder so komische Sachen. Dinger zum Einwerfen. Geht also nicht, das ist ein Herz. Kannst aber hochspringen und dann schießen. Braucht kein Mensch. Ich finde das lustig, wie meiner springt halt so. Oh, guck mal. Oh, blaue Münze. Okay, check. Wir müssen unseren Kollegen helfen. Oh, Münze, Münze. Oh, ich brauche Herz. Boah, ich gehe mal in Deckung. So. Hier hinten ist noch ein Herz. Ich habe da eine blaue Münze. Hier ist noch ein Herz, hier ist noch ein Herz. Ja, egal. Hier kommen bestimmt auch noch welche raus. Ja gut, dann machen wir halt hier mal auf. Oh. Nein! Alter, er hat ihn zerpflückt. Er hat ihn nicht nur gewürgt, er hat ihn zerpflückt. Bisschen. Er hat kugelsichere, ihr Schweine! Kugelsichere Luft. Hört! So, ein Idiot rennt schon wieder rein. Ich glaube, den können wir echt nur retten, wenn wir wieder S-Hini da unterwegs sind. Ja. Ups. Oh, da ist ein Herz. Ich habe es kaputt gemacht. Wie hast du denn das gemacht? Achso, du bist da rüber gelaufen? Ja. Exzellente. Alter, wie viele von den Jungs will er noch töten? Kann man auch was machen. Aber warte, hier lauf. Mach doch erstmal hier die Luke auf. Ich kann da nicht rüberlaufen. Oh, Blumen! Oh, blaue Münze. Boah, blaue Münze, blaue Münze. Lauf du mal rüber, ich hab da nicht so die Präzision für. Fehlt mir auch ein bisschen. Aber immer die letzte, weißt du? Wenn man den Hintergrund einfach hört, wie es ihn zerpflückt, oder? Ach, ist er nicht. Oh, komm schon! So, warte, ich stelle mich hier drauf und dann. Ah, jetzt. Es war ja wohl nicht so schwer, oder? Beim ersten Versuch. Natürlich, beim ersten Versuch. As usual. So, komm jetzt hier. Oh, jetzt schon mal Raedi. Das ist früh. Ja, wir haben ja vorher die ganze Zeit in den Hebel und so weiter rumgestanden. Ja, das. Oh, was ist hier? Du. Okay, ich glaube, ich sehe so etwas. Wir müssen dich hier hinschieben. Ja. Sagen ich, ja, lass ruhig die Frau schieben. Emanzipation und so. Dürfen ruhig auch was machen, die Damen, ne? Aber echt, Gleichberechtigung. Mhm. Ja. Hätten wir das auch geschafft. Mir noch was? Oh, das war keine gute Idee. Oh, sorry. Na toll, dankeschön. Das war jetzt nicht grad ganz der Plan. Na gut, jetzt brauche ich es jetzt auch nicht mehr, ne? Pardonse. Hör, was schießen hier noch? Oh, ich glaube, ich habe was getroffen. Was können wir denn hier machen? Ja, der gute Meister, mach mal hier die Luke auf. Gecheckt. So, jetzt kriegt er R2 diesen. Na, komm, nimm! Friss! Mach A! Scheiß! Mach A! Mach die Luke auf! Und wie der Mülleimer. Jetzt wissen wir übrigens auch, wie R2 von innen aussieht. Ja, staubig. Alle, wer schießt noch? Ja, jetzt bist du gefragt. Nee, geradeaus. Ja, genau. Ja, schlag ihn ruhig, wir brauchen ihn nicht mehr. Er hat keine Arme mehr und noch ein Bein. Oh, verdammt. Oh, scheiße. Ah, da muss ich jetzt hier drauf. It's up to you. Boah. Aber jetzt wird es complicated. Und ciao. So, da jetzt noch so zwei. Ah, komm, schnapp ihn hier! Das ist wie früher diese kleinen Spielchen. Kennst du die noch? Ja. Diese Automaten. Ja. Da habe ich einmal bisher was gewonnen. Einmal, ey. Nein. Oh, bleib doch stehen, du dämlicher Hund, ey. Jetzt hast du ihn. Schön. Jetzt gehe ich mal auf Nummer sicher und fahre ganz doll raus. So, jetzt. Wunderbar. So, da hast du gut gemacht, Kim. Ja, hast du gut gemacht. Ich habe mein Bestes gegeben, ne? Bin so hier noch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses System nicht. Welches System? Das hier von dem Ding. Was das sein soll. Keine Ahnung, eine Laderampe vielleicht? Von was? So, jetzt kannst du auf den Kanonier da wechseln, oder vielleicht? Kann ich das machen? Ne, kann ich nicht. Doch, kann ich. Geil. Klappt. Rein theoretisch könnte ich dich jetzt auch noch da oben hinsetzen, aber... ich glaube R2 rüberfliegen. Ja, ich meine, da war was. Ich mach das mal schnell.
oder so. Oh ne. Wir müssen C3PO. Ach so, scheiße, ich muss da mit dem Dings, ich muss ihn greifen. Wechsel du schon mal auf C3PO? Ups. Dann greife ich mir das hier mal. Nein, ja. Die Münzen sind weg. Was? Die Münzen sind weg, ich wollte extra. Was denn? So. Warte mal, ich schicke ihn mal da oben. Ja, mach mal. Ach, da oben ist doch noch eine Münze, scheiße. Ja, egal. Ja, das ist. Na 100er, was soll's, wir sind sowieso eure Idee. Ah, ich hänge fest. So. Kommst du vorbei? Ich mach mal an. Jetzt können wir es einsammeln. Guck dir an, da sind oben sind zwei blaue Münzen. Egal. Kann ich darüber sprechen? Ich. Ja. Ist aber irrelevant. Man wird es nie erfahren. So. Oh, 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 Alter, wir können doch. So. Ah, geh doch mal irgendwen. Irgendwen, der sinnvoll ist. Süffi. Ich brauche ein Herz. So. Ja, mach doch mal. Und noch eins. Hier, Commander, in den Nahkampf. Guck mal hier, die wissen gar nicht, was auf sie zukommt, ey. Und dann kriegen sie schon Erziehungsstelle. Bam, 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 bam. Einfach Erziehungsstelle. Kommst du? Ja. Da ist einer direkt ums Eck. Ah, ich bin tot! Sammelt die blauen. Oh Gott, wir müssen reparieren. Ich bin da mal so frei, ne? Sehr freundlich. So. Was haben wir denn hier Feines? Okay, hier kommen noch Sturmtruppler hin. Haben wir jetzt keinen da? Schade aber auch. Dann wissen wir, wo hier lang war. Mhm. Dann hast du uns zusammenbauen. Ich bastel. Ist aber sehr zuvorkommend. Ja, so bin ich halt, ne? Ja, krieg dafür auch prompt die Belohnung. Ich kann springen. Ja, also. So, R2 brauchen wir. Mach ich mal R2 hier. Brauche ich wahrscheinlich hier den. Warte mal hier. Den anderen? Ah, ne, da hinten dran, guck mal. Da ist noch so. Nicht rein. Hi, Leute! Ah, ein Hebel. Warte mal. Der den Hebel nicht zieht. Was ist passiert? Juhu, sie machen da Urlaub. So, was haben wir hier? Jetzt ist das hier aufgegangen. Nee, doch nicht. Warte mal, ich schieße das mal kaputt. Das hier, ich weiß, machen wir kaputt. Dankeschön. Ich sehe nicht. Ja, mach ich. Okay, mach ich auf. Was machen die? Ich gebe ihm meinen Elektroschock. Ja, das bringt dir nichts. Er hat sich am Arsch gekratzt. Er hat sich ernsthaft am Arsch gekratzt. Ja. Kann man mal machen. Komm. Komm, zieh den Hebel. Hallo? Ich glaube, du musst näher ran. Ah, ich muss da hoch. Achso, okay. Außer. So. Ah, okay, jetzt geht das Ding hoch. Okay! Jetzt haben wir's. Ich mach mal auf. Er macht so den Kopf. Ups. Ey! Und dann. Aua! Sorry. Könntest du mal. Ja, warte mal. Ich wollte eigentlich nur die Knarre rausnehmen, aber wenn du zu nah dran. Unterlasse das. Ich geh mal hier rein. Du gehst? Ja. Ach, wir brauchen R2. Machst du das? Nur sicher. Sehr schön. Oh. Ich sag ja, die Präzision ist für Arsch. Du fliegst wie R2 halt. Ah, okay. Das war's. Wir sind vom Schiff, glaube ich, runter. Ja, eindeutig. Ich befürchte es. Und befinden uns in einer Rettungskapsel, in der komischerweise der Sternzerstörer keine menschliche Lebensform ausmachen kann und deswegen denkt, dass es eine Fehlfunktion hat. Eine Fehllösung, ja, ja. Eine Fehlfunktion. Und dadurch nur kommen R2 und C3PO. Oh, ich krieg's an ins Getriebe. Heile auf dem Planeten Tatooine an. Der zwei Sonnen hat, Alter. Als ob es nicht schon heiß genug wäre in der Wüste. Vor allem da. Schlimm, ne? Ja, das ist so. Gibt dir noch einen schönen Arschtritt, so, so muss ich das sein. Da lang. Oh, was ist das denn? Ach, hallo! Ein Auto! Hüpf, hüpf! Hüpf, 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 hüpf! Wodidi! Ja! Jetzt schleifen sie dahin. Wupp, irgendwo damit. Kaputt. Guck. Hallo. Oh, wen haben wir denn da? Wie ja voll bockig da so am Verschwinden. Voll der Schmoller. So! Erste Folge abgeschlossen, ziemlich nice. Ja, vor allem, es hat funktioniert, ey. Und ihr seht hier allein schon den anderen Charakteren, boah, da Gott, sind einige weg. Ey. Hatten wir nahezu, ich sag mal, bestimmt fast die Hälfte voll. Nee, also die erste Reihe zumindest also mal. Die erste wenn Reihe jetzt da in der zweiten Reihe anfängt, haben wir die erste Reihe schon komplett voll gehabt. Mhm. Also, da sind uns schon ein paar Spielstände abhanden gekommen. Leider. Und aber was will man machen? Was will man machen? Da seht ihr es. Wir waren bei 500.000, glaube ich. Ja, 500.000 ne? Irgendwas. Also wir haben gestern noch an der Playstation aus Spaß und Erfolg nochmal ein Level gemacht. Mhm. Und da waren wir dann bei 500.000 Münzen.
Schade, schade, schade. Ah, was willst du machen? So, aber ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen und dann sehen wir uns übermorgen wieder zu einer neuen Folge Star Wars Episode 4. Ja, bis dahin. Macht's gut und tschüss.